Unsere Maschinen bringen deutsche Umwelttechnologie in die ganze Welt. Damit helfen wir, Wasserwege nutzbar zu machen. Mein Name ist Felix Knoll und ich bin Geschäftsführer und Eigentümer bei der Firma Berki hier in Haaren im Emsland. Wir beschäftigen hier am Standort 80 Mitarbeiter. Wir bauen Spezialmaschinen für die Gewässerunterhaltung. Das heißt, unsere Maschinen nehmen alles raus aus dem Wasser, was da nicht reingehört. Zum Beispiel Kraut, Müll, Schlamm. Und das machen wir mit Mähbooten, Mähsammelbooten, um den ganzen Müll und das Mähgut aufzusammeln. Saugbagger, um wirklich alles rauszubaggern. Unser Exportanteil lag in 2018 bei über 70%. Im Export macht uns stark, dass wir in Deutschland schon seit vielen Jahren einen Fokus auf die Umwelttechnologie gesetzt haben. Das heißt, wir wissen einfach sehr gut, wie pflegt man Gewässer. Und diesen Umweltaspekt, der wird weltweit immer mehr gefragt. Und deshalb fragt man auch immer mehr nach Maschinen made in Germany. Unser Vertrieb im Ausland funktioniert insbesondere über Händler vor Ort, die wir von hier aus Haaren betreuen. Oder aber auch, die wir aus unseren Büros in Singapur oder in den USA in Miami betreuen. Ich möchte, wenn ein Mitarbeiter von uns in 20 Jahren in Urlaub fliegt, egal wohin weltweit, dass dort, wenn Gewässer vor Ort ist, das gepflegt werden muss, dass da eine Maschine die Pflege übernimmt, die bei uns hier im Emsland in Niedersachsen gebaut wurde.